So, was geht ab, YouTube? Heute zocken wir endlich Far Cry 6 auf dem PC. Ich habe richtig lange gewartet. Ich saß gestern hier noch bis 0:01, weil ich im Internet gelesen hatte, angeblich geht das 0:01 los. Ja, shit happens. Jetzt geht's endlich los. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß dabei wie ich. Ich werde heute Abend auf jeden Fall auch definitiv die Nacht durchzocken, in der Hoffnung, dass ich sie in einer Nacht durchkriege. Und dann werde ich jetzt als Longplay veröffentlichen. Drücke linke Trigger, um den Vorlesemodus für So. Bildschirmtexte in den Menüs zu aktivieren. Okay, Voreinstellung, Bewegung. Machen wir mal ein. Voreinstellung, Sehvermögen. Farbfehlsichtigkeit, Voreinstellung. Okay, machen wir mal weiter. Helligkeit, HDR. Ich glaube, das ist richtig so. Das fühlt sich richtig an. Untertitel lassen wir mal ein. Sprachausgabe Deutsch. Machen wir mal. Bewegungsschärfe. Ja, können wir nicht einmachen. Ist eh nur Far Cry. Ich brauche jetzt hier nicht unbedingt 10.000 FPS gefühlt. Vertikales Umsehen, Umkehr. Nee, auf gar keinen Fall. Gut. Neues Spiel. Oh, endlich. Ich hab so Bock, ne? Unnormal. Einfach unnormal. Ich spiele natürlich mit dem Controller. Ja, Far Cry ist meiner Meinung nach sogar einer der Spiele, die man mit Controller spielen sollte. El Presidente. Wahre Yarana, ich stehe vor euch bewaffnet mit der Wahrheit. Zu lange wurde uns unser Land von Politikern geraubt. Aber ihr habt eine Vision gewählt. Heilung. Einen Weg ins Paradies. Viviro, geschaffen von unseren brillanten Wissenschaftlern. Das effektivste Krebsmedikament, das die Welt je gesehen hat. Herangezüchtet in unserem kostbaren Tabak. Verfeinert mit dem reinsten Dünger. Viviro ist der Schlüssel zum Wieder... Ich zähle mal ganz kurz. Das, das. Das. So. Der Gegner nie begreifen. Yara hat mich nicht erzählt, damit ich den leichten Weg gehe. So. Konzentriert im Fokus muss ich den Dienst fürs Paradies ausweiten. Wahre Yarana werden überall auf der Insel auserwählt, um genug Viviro anzubauen, um die Welt zu heilen und unsere Heimat zu retten. Diese glücklichen Yarana werden über eine Lotterie bestimmt. Sogar mein Sohn Diego könnte morgen eingezogen werden. Hey Dani, und als der wahre Yarana, der er mach ist, den Scheiß aus. wird er mit einem Lächeln dienen. Precisamente. Das ist es, was Castillo will. Genug Politik, Lita. Glaubt ihr, die ziehen die wahren Yarana ein? Es sind die Ausgestoßenen. Arme, Waisen, wie wir. Er bringt die Sklaverei wieder zurück. Nach Yada. Davor könnt ihr nicht davonlaufen. Warte mal, du bist abgehauen. In den Dschungel mit ein paar Guerilleros. Erstmal Bier, Digga, was sonst? Jetzt bist du hier, um für Clara Garcias Kreuzzug zu rekrutieren. Komm schon, das ist unser Abschied. Mal renn mit dem Shit jetzt. Los, mach das scheiß Bier auf. Verdammt, sag doch was. Okay, alles klar. Ich bin auf jeden Fall Mädchen. Nee, ich bin Mädchen. Safe. Mein Name ist falsch geschrieben. Dani, du kannst Libertad helfen. Du bist ausgebildet. Du hättest längst Karriere gemacht, wenn du nicht so verpeilt wärst. Komm doch mit uns, Lita. Ei. Du hörst einfach nie zu, Dani. Hey, wir müssen los. Ein Boot wartet, Drinks in Mexiko. Abendessen in Miami. Conjo! Scheiß Stromausfälle. Zu groß für einen Stromausfall. Du bist bewaffnet? Oje, was ist los? In del mundo. Eingezogene müssen sich melden. Helft mit, das Paradies wieder aufzubauen. Verfickt nochmal! Eingezogene müssen sich melden. Helft
Ja, moin. Und zwar jetzt. Alejo, nein! Alejo, Deckung! Scheiß Castillo! Alejo! Oh, ist eben einfach geballert. Danny, wir müssen weg. Sofort! Das Boot, du kommst! Versprich's mir, Lita! Si. Si. Los, Danny. Si, Senor. Oder Senorita, wo ja. Okay, die Empfindlichkeit fühlt sich gar nicht so verkehrt an, die Voreinstellung für Controller. Ich muss jetzt hier keine 360s machen. Mit dem B, um mich zu ducken, okay. Wärst du mal ans Telefon gegangen, Rojas? Okay. Oh shit. Ah, fuck, direkt hochgegangen, weil ich es nicht gepeilt habe. Ich dachte, ich muss direkt instant einfach runterlaufen. Okay. Das ist unbewaffnet, verfeindete Daten. Ah, okay, alles klar. Erlesen kann, ist klar im Vorteil. Gut, dass ich Analphabet bin. Okay. Okay, muss bestimmt hinten raus, oder? Ja, aber wo soll ich dann lang? Okay. Okay, ist er weg? Ne, da ist er. Aber wie soll ich jetzt an ihm vorbeikommen? Geht er runter oder geht er jetzt hoch? Ach, er geht runter, okay. Alles klar. Also er muss hier einfach nur abwarten. Okay. Ah, okay, da ist er. Shit, ey, jetzt erstmal den vorbeischleichen hier, ey. Von der Hauptsache, die ballern mich direkt ab, ja. Oh, voll dumm hier rumzuschleichen direkt am Anfang. Sorry, Bro, ich kann dir nicht helfen. Boah, shit, hab ich mich erschreckt. Dieser Panzer, Alter. Wir müssen uns beeilen. Sie werden uns sehen. Das sind echt viele Soldaten, Lita. Okay. Das sind die Panzer. Da. Okay, rennen. Alles klar, das ist schon mal gut. Geh doch da runter. Wo bringst du mich hin? Okay, muss jetzt hier wieder hoch. Folge dem Abwasserkanal, alles klar. Kann ich hier rutschen? Ja, Mann. Das ist geil. Das hier ist unsere Kindheit. Scheiße. Das ist echt geil. Okay. So viel Blut. Lass mir rauskommen, Alter. Durch den scheiße Tümpel. Jetzt hab ich keine Waffe. Die Alte hat auch eine Waffe. Ich will auch mal eine. Was soll das? Als wenn die mich nicht gesehen hat. Okay. Kann ich hier durch? Nee. Achso, okay, ich kann hochjumpen, alles klar. Bleib bei mir, Lita. Okay.
Also Parcours oder so gibt es hier wahrscheinlich nicht, oder? Bitte, die Seilrutsche. Okay. In der Grundausbildung, was? Oh mein Gott. Alles okay? Ja. Geh weiter. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Mach ich mich hier durch, alles klar. Entschuldigung, die Skurpe. Ich war gar nicht hier. Eine Terroristin. Entspann euch, ich habe euch nicht beim Lecken erwischt, ja. Scheiße. Wo steckst du? La Torre de Leon. Das Tier ist fertig, das Schloss. Hier drüben. Und noch eine Seilrutsche. Oh mein Gott. Ich gelange zum Boot. Ich hoffe, die Alte warten, ey, ne? Wo ist die Polizei, verdammt? Wollen die einfach zusehen, wie das Militär uns umbringt? La noche de la muerte. Da drüben ist das Boot. Ich glaube, ich kann jetzt einfach durchlaufen, ja. Oh mein Gott. Hier ist ein bisschen undercover, lieber. Safe und safe. Wir sind fast da. Bitte, wir müssen auf dieses Boot. Abuela, was soll ich denn mit Baseballkarten anfangen? Hast du irgendeine Ahnung, wie viel die wert sind? Lass uns durch. Hey, Marco, du findest so leicht Freunde. Dani, du bist spät. Wo ist Alejo? Er hat sein Ticket weitergegeben. Und seine Familie. Blödsinn. Alejo ist eine Waise. Alejo wird nirgendwo mehr hingehen. Komm, Marco. Lass sie aufs Boot. Vamos. Guter Mann. Was soll denn die Scheiße? Nehmt uns mit. Die Baseballkarten, Alter. Das mache ich heute auch. Ich gehe nachher einkaufen und dann zeige ich ihm meine Baseballkarten, meine Yu-Gi-Oh-Karten von damals. Gern geschehen. Oder meine Dragon Ball Karten. Hier. Mehr habe ich nicht. Das ist nicht richtig, Danny. Wir sollten kämpfen, nicht zu den Yankees fliehen. Alejo hat dir ein verdammtes Geschenk gemacht, Lita. Wir überleben. So wie im Waisenhaus und auf der Akademie. Was war das? Bitte, nein, das ist so ein Pötterboot. Nein. Ach, da sind sie wieder. Wo seid ihr, Süßen? Oh, da ist er höchstpersönlich. Bevor er El-Presidente wurde, ging mein Papa gern angeln. Wir nahmen uns ein Boot, genau wie dieses. Und was wir gefangen hatten, das ließen wir wieder frei. Er meinte, es geht nicht immer nur um deinen Magen, Mijo. Es geht um die Herausforderung. Außer, wenn er einen dicken, fetten Speerfisch fing. Da war er zu stolz, um sowas aufzugeben. Du kranker Tyrann! Du hast Yara vergiftet! Du hast deinen Sohn vergiftet! Ach, nett. Ich habe heute einen sehr großen Fisch gefangen. Nicht wahr, Diego? Diego! Ist nicht wahr. Ich hab dich gefangen. Und jetzt bringe ich dich nach Hause. Ich will das nicht mehr, Papa. Wir haben keine Wahl. Lass sie gehen. Sie können arbeiten, wie Viro machen. Wahrheit oder Lüge? Wahrheit. Sie könnten gute Arbeiter sein. Sie könnten helfen beim Aufbau des Paradieses. Aber wenn du gewollt hättest, dass sie leben, hättest du nie einen Fuß auf dieses verdammte Boot gesetzt. 13 Jahre alt. Und Diego hat so viel Mitgefühl für sein Volk. Diese Fische, die werfen wir wieder ins Wasser.
Kranker Typ, Alter. Was ist da gerade passiert? Wir sind am Arsch. Vamos, vamos! Hey! Ach, sehr nett. Lassen sie frei, aber ja. Aber lassen durchschießen das Boot. Was ein geiler Scheiß. Na, jetzt sind halt Fische. Zurück ins Wasser mit denen. Ach, die Grafik ist schon geil. Ja, die kann man machen. Lita, ich spüre meine Beine nicht. Scheiße, Lita, das ist meine Schuld. Mein Handy. Vergiss es, Lita. Mein Handy. Das ist der Strand, Dani. Das ist alles Schicksal. Was? Hier verstecken sie sich. Clara, Libertad, Julio. Verdammt, Julio. Das ist alles hier. Nimm mein Handy. Folge dem Code wie damals, weißt du noch? Hör auf, Lita. Warte, ich hole Hilfe. No, gib mir das. Clara wird dir helfen. Verstehst du es nicht? Gib mir lieber deine Knarre, Alter. Du bist Fortunas Nummer 1. Fortunas Nummer 1. Lo siento, Lita. Oh, eine Machete. Dreht erstmal ein Schwein häuten gehen. Oben links steht also sogar meine FPS-Zahl. Okay. Ja, ich denke, die wird jetzt nicht so hoch sein. Ja, dachte ich mir. Okay. Machen wir los. Was haben wir hier? Scheiße. Mach auf jetzt. Ich nehme etwas Brauchbares und dann nichts wie weg hier. Das musst du direkt vorstellen. Ah, jetzt habe ich die Knarre. Verdammt. Keine Munition. Ja, aber warum? Ich muss das Lager finden. Neue Fotos. Conjo. Das geht echt noch? Okay. Die Zeichen müssen der Code sein, von dem Lita gesprochen hat. Okay, also muss ich erstmal da durch die Spalte. Ob ich da was reinschieben kann? Oh, ohne Munition schmeißt scheiße. Ich weiß, wenn wir hier. Also wenn ich das jetzt vorlese, verschlucke ich meine Zunge. Ah, okay, so beschwing ich die Machete. Blaue Armbinde. Muss zu Libertad gehören. Ich zeige jetzt das Befestigungsmaß, okay. Okay, kann ich da was herstellen oder was? Scheiße, wer schießt da? Ich muss aufpassen. Okay. Wir haben lautlose Macheten, okay. Oh shit. Scheiße. Oh, verpiss dich doch einfach. Komm lieber her. Lass dich von mir aufschlitzen. Ich will deine Haut essen. Deine Augen braten. Wo ist der andere jetzt? Also okay, da ist der eine. Aber das waren noch zwei. Da bin ich mir sicher. Komm her. Oder? Da bist du ja. Verteilt euch! Oh mein Gott. Direkt tot, Alter. Oh mein Gott. Die treffen ja jeden Schuss. Die wissen auf jeden Fall, was sie machen. Okay,
vor mir ist auf jeden Fall einer safe. Guck mir gerade die Dings angezeigt. Warum kann ich nicht schießen? Hallo? Hä, ich konnte da nicht schießen, warum? Hä? Nachgeladen ist. Hä? Hä, wie dumm ist das denn? Ich kann da nicht mit Zielen schießen. Wohl noch jemand nach Clara. Hä, wie dumm ist das denn, Alter? Naja, egal. Damit, vielleicht liegt es einfach an der Waffe. Direkt getriggert. Was ist das? Könnte nützlich sein. Munitionshose, Beinbekleidung. Okay, wie lege ich die an? Ah, okay, alles klar. Die alte wird mir immer sympathischer irgendwie. Hilfe ist kein Mod eingebaut. Okay. Reihenfeuerpistole, einzigartige Pistole, okay. Muss aber noch mehr Waffen geben, oder? Hoffen wir mal zumindest. Ein Boot stellen, mich aus Yara verpissen. Kinderspiel. Und jetzt führe ich schon Selbstgespräche. Faktor. Geisteskranke. Die beste Zeit für die Guerilla. Okay. Ist eine Weile her, dass ich sowas benutzt habe. Mach ich das? Ah, okay, alles klar. Ich muss hier einen Ansatzpunkt in den Klettern einhaken. Okay, das ist schon mal geil. Das ist cool. Dadurch haben wir auf jeden Fall viele Möglichkeiten. Zeigst du dein Gesicht, bevor du mich erschießt? Ich bin Dani, eine Freundin von Lita. Silencio. Okay. Was war das? Haben die gerade geflirtet? In den komischen Tüchern, aber haben die sich gerade gegenseitig ihre Wichstücher gezeigt, oder was? Antworte mir. Ich fragte, bist du die einzige Überlebende? Ja. Glückspilz. Lita kannte das Risiko. Mehr habt ihr nicht zu sagen? Du bist hier, das ist, was zählt. Ein Augenblick, Hermana. Ich werde Yara verlassen. Aber du bist in meinem Lager. Ich muss irgendwo unterkommen. Ein paar Tage. Libertad ist nicht die Wohlfahrt, Hermana. Lita sagte, du hilfst mir. Lita sagte auch, du wärst keine Pussy. Komm, Mierda. Du bist weise, sieh. Freunde können einem näher stehen als Familie. Vergiss nicht, Dani. Castillo hat dich zur Weise gemacht. Wieso willst du weglaufen? Ich sah, wie Castillo den Befehl gab, ein ganzes Boot voller Menschen zu erschießen. Bringt euch vor diesem Psychopathen in Sicherheit. Ihr alle. Wenn die Tyrannei Gesetz ist, ist die Revolution Pflicht. Ein Zitat von Bolivar hilft nicht. Das war Pedro Albizu. Willst du ja damit Bibliotheksausweisen retten? Ich habe eine Liste. Freie Wahlen, freie Meinung, freie Parias. Ein Yara frei von Castillos. Ganz einfach. Einfach. Castillo hat was? 300.000 Leute. Ich zähle 6 ausgebrannte Guerilleros und dich. Mit einer Kugel im Bein. Du glaubst mir nicht? Ich zeig's dir. Okay, das soll die Map sein jetzt, oder? Wir haben diese Insel von unserer Basis aus angegriffen. Eine normale Operation. Eine Vivero-Plantage überfallen, Treibstoff abgreifen und wieder abziehen. Aber Castillos Truppen haben auf uns gewartet. Wir wurden von 60 auf 6 dezimiert. Ihr müsst zurück zu eurer Basis. Ja, aber diese Insel ist von einer Blockade umgeben. Wir haben keine Boote, kaum Ausrüstung und wir werden erst gehen, nachdem diese Vivero-Plantage in Rauch aufgegangen ist. Moin, ja, ich glaube nicht. Land wie niemand sonst. Bin ich ganz ehrlich. Die Guerilla-Pfaden weißt du ja schon. Sie wurden 67 von den Legenden angelegt und durchziehen Yara wie ein Netz. Und jetzt muss ich darum bedenken, guck mal, es ist ja immer noch ein, es ist zwar Open World, aber es ist halt nun mal ein Storyplay, so, ne? Und das stimmt alles noch? Diese Karte ist echt alt. Ich habe gerade erst angefangen zu spielen.
auf der PC-Version vor 20 Minuten ungefähr. Also bis jetzt bin ich schon mal eigentlich ganz gut überrascht. Grafik ist geil, Gameplay fühlt sich gut an. Und du musst Juan Cortés für mich finden. Wen? Jemand, der einen Guerillero kämpfen lässt wie 1000. Ja, Mann. Du weißt, ich bin keine Guerillera. Ich hab richtig Bock die ganze Zeit. Ohne Scheiß, eigentlich dachte ich, es geht gestern 0:01 los. Und ich habe übelst lange gewartet. Und bis, ich glaube, bis 12:15 noch. Und dann habe ich irgendwo gelesen, dass es erst ab 6 Uhr morgens spielbar ist. Gib mir Bescheid, sobald du Miete zahlen willst. So, okay, jetzt habe ich FAL. Ah, okay, hier sind die Hauptfeuerwaffen, okay. Oh, da gibt's, das ist ein großes Arsenal. Ich habe diesen alten Pil mit einem Mann namens Juan Cortés. Geh runter ins Dorf und bring mir Cortés. Ich hoffe für dich, dass er nüchtern ist. Ich hoffe für dich, dass er nüchtern ist. Der hat wohl zu viel von diesem Tabak geraucht. Okay, kann ich hier? Also das checke ich nicht. Warum kann ich nicht zielen und schießen? Das verstehe ich nicht. Ich muss immer aus dem Scope rausgehen. Das ist ein bisschen strange. Danny, wie ist der Kopfhörer? Hörst du mich gut? Klar und deutlich. Dieser Spionagekram funktioniert, Clara. Muss ich zugeben. Schön. Lass deine Waffe im Holster, wenn du keinen Ärger willst. Gib mal Spaß. Oh. Der Finger ist fast abgebrochen, ja. So, wie lege ich denn meine Waffe weg? Stecke mein LB-Waffenrad. Ah, okay, da steht's. Mit RT kannst du deine Waffe ziehen, okay. Waffenrad und Waffe weglegen, okay, alles klar. Und so gehen die auch nicht los. Die waren ja ziemlich aggro vorhin. Eigentlich hat jeder auf mich geschossen. Irgendwie glaube ich da nicht dran. Das ist bestimmt eine Verarsche. Vorne ist schon wieder so ein roter Bereich. Ich gehe den jetzt aufschlitzen. Der Name sagt mir nichts. Ah ne, doch. Alter, trägt einen Filzhut. Zack, Alter. So, jetzt nehme ich mir deine Augen und deinen Pimmel und dann verkaufe ich die auf dem Schwarzmarkt. Papiere habe ich leider nicht dabei. Für dich geht das selber. So, hier muss ich den suchen auf jeden Fall. Okay. Juan Cortés. Okay. Ich soll in einer Bar suchen, aber wie erkenne ich eine Bar? Okay, alles klar. Hat's das könnte Juan sein. Heute saufen wir in der schlimmsten Kantine von Yara. Oder war es Kolumbien? Kirat? Oder Tschetschenien? Lass die Flasche hier. Ist einfacher für dich. Nada. Guapo, hör zu. Regel 16. Eine Guerilla-Revolution endet nie. Es gibt immer noch einen Krieg. Noch eine Kantine. Noch einen hässlichen Barmann. Juan Cortés? Was hat mich wohl verraten, Guapo? Oh, ich will auch so ein Krokodil. Das ist kein scheiß Zoo hier, Abuelo. Clara wollte, dass ich dich finde. Sie. Ich habe gelernt, ihre Befehle nicht anzuzweifeln. Hörst du auch? Hey, ich kenne dich. Das glaube ich nicht. Doch, ich kenne dich. Als würde ich in einen Spiegel schauen. Was laberst du denn da? Diese Augen, Guerriera. Du findest Geschmack, redest dir ein, eine Heldin zu sein und wachst dann als Junkie auf. Ganz wie Juan Cortés. Das ist doch Zeitverschwendung. Kannst du pfeifen? Was? Nee, du kannst nicht pfeifen.